Hallo, ich bin Andrea. Herzlich willkommen bei Backmomente. Ihr sucht auch immer nach einer schönen Backidee, um eure Liebsten zu verwöhnen? Dann müsst ihr nur noch wissen, dass man für viele tolle Leckereien nur einen einzigen Grundteig beherrschen muss. Zum Beispiel den Mürbeteig. Wie der garantiert schön knusprig und mürbe gelingt, das zeigen wir euch jetzt. Für unser Grundrezept brauchen wir Puderzucker, kalte Butter, Salz, Vanillezucker, ein Eigelb und natürlich Mehl. Mehl ist die einzige Basiszutat, die eigentlich immer in einem Grundrezept zu finden ist. Wir verwenden Weizenmehl 405. Wer lieber mit Dinkel backen möchte, kann das Dinkelmehl 630 ausprobieren. Als erstes wiege ich mir das Mehl ab, gebe es auf die saubere Arbeitsfläche und mache mir in die Mitte eine Mulde, damit alle Zutaten reinpassen. Als erstes nehme ich den Puderzucker, der ist perfekt, der löst sich sofort auf. Aber man kann auch Kristallzucker nehmen. Ganz wichtig, kalte Butter und am besten schon in Würfelchen geschnitten. Dann Salz, Vanillezucker und ein Eigelb. Hier braucht man keine Küchenmaschine. Am besten ist es mit der Hand, dann hat man ganz viel Gefühl und zügig zusammenkneten, von außen nach innen. Der Teig ist jetzt wunderbar glatt. Ich habe eine Ziegelform gemacht, die kühlt viel schneller durch. Trotzdem muss der Teig für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und unser Grundteig, der Mürbeteig, ist jetzt fertig. Der Teig ist jetzt perfekt ausgekühlt zum Ausrollen. Den Teig könnte man jetzt für Plätzchen hernehmen. Ich brauche ihn für meinen Käsekuchen. Unten bei der Backform immer ein Backpapier einlegen und dann den Ring draufsetzen, Backform schließen und jetzt den Rand einfetten. Für meinen Käsekuchen habe ich den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Oh, der riecht fantastisch und die Backfarbe ist perfekt. Jetzt machen wir die Stäbchenprobe und schauen, ob er fertig ist. Perfekt! Und den lasse ich jetzt in der Form auskühlen. Der Käsekuchen ist jetzt 2 Stunden ausgekühlt und perfekt zum Anschneiden. Aber das Schönste ist hier der Rand. Der ist goldbraun und schön mürbe. Und den lasse ich mir jetzt richtig schmecken. Und schon ist ein toller Kuchen für eure Lieben fertig. Man kann ihn natürlich noch mit Puderzucker oder mit frischen Beeren dekorieren. Was man alles aus Mürbeteig machen kann, zum Beispiel Nussecken, Käsekuchen, Zitronentart oder Plätzchen. Dies und weitere Rezepte, Tipps und Tricks findet ihr auf backmomente.de. Und jetzt viel Spaß beim Nachbacken!